So einen wunderschönen guten Sonntagabend. Es ist Zeit für unseren schon fast traditionellen Break-Sonntag. Heute mit dem 8-Box starken Panini-Mix. Der Budget-Break. Kurz die Produkte. Wir starten mit 2012-13 Certified. Dann haben wir 12-13 Rookie Anthology. Altbekannt 12-13 Limited. Ebenso 12-13 Classic Signatures. Das die erste Hälfte. Dann geht's weiter mit 13-14 Totally Certified, 13-14 Titanium, 13-14 Rookie Anthology und zum Schluss 13-14 Playbook. Das heutige Programm. Ich sehe live und begrüße Rolli, Padu, Thorsten und Tom. Dass die User, die eingeloggt sind, dann hat es vielleicht noch irgendwelche Spanner, die sich nicht eingeloggt haben. Die begrüßen wir selbstverständlich auch ganz herzlich zu unserem heutigen Break. Wir haben ein sehr großes Teilnehmerfeld heute. Das sieht wie folgt aus. Wir haben Sabres Hockey, Stefan mit Buffalo. Dann haben wir Katja, Canadian Bruin mit Boston. Chance 11, das ist Sven, mit Columbus. Der Kleine, Mike mit Calgary. El Gordo, Jan mit San Jose, dann Vesk, Michel mit Arizona, Colorado, LA, Minnesota, New Jersey, St. Louis und Toronto. Dann haben wir Padu mit Chicago, Pittsburgh, den Rangers, Washington und Winnipeg. Rolli mit Dallas, Detroit, Montreal und Tampa. Dann Thorsten mit Carolina, Edmonton und Nashville. Jochen mit Florida, Ottawa und Vancouver. Reto mit Philadelphia. Dann Mimo 9, Andreas mit Anaheim. Und Dr. Mo, Dirk mit den Islanders. Das große Starterfeld des heutigen Breaks. Ich denke, wir legen los. Allen Teilnehmern viel Spaß und viel Glück. Wir starten den Break mit 12-13 Certified. Pack Nummer 1. Wir haben eine Immortals Insert, limitiert auf 999 für die St. Louis Blues. Brandon Shanahan. Immortals, Brandon Shanahan für Michel.
Wir haben eine Goalie Pulse Insert. Goalie Pulse Insert für die Winnipeg Jets bei Padu André Pavelets. Goalie Pulse Insert für Padu. Wir haben eine Certified Freshman Signature Ruby Version Nummer 39 von 199 für die Boston Bruins bei Katja Michael Hutchinson. Definitiv nicht die schlechteste Rookie Signature dieses Jahrgangs. Michael Hutchinson Ruby Version. Wir haben eine Base Ruby Parallel auf 199 für die Dallas Stars bei Rolly Louis Eriksson. Ruby Parallel limitiert auf 199 Louis Eriksson. Wir haben eine Fabric of The Game Jersey Prime Version Fabric of the Game Prime Refractor limitiert 4 von 25 für die Calgary Flames Dennis Wideman. Fabric of the Game Prime Refractor 4 von 25 für die Calgary Flames Dennis Wideman by Mike. Wir haben eine Certified Stars Insert auf 999 für die Ottawa Senators bei Jochen Erik Karlsson. Freshman Signatures auf 999 für die Minnesota Wild. Bei Michel Tyler Kuma. Freshman Signature Tyler Kuma. Wir haben eine Certified Rookie Card auf 999 für die Calgary Flames. Akeem Alou. Mike. Wir haben eine Fabric of the Game Jersey Card für die New York Rangers bei Padu, Marian Gaborik. Für die Rangers, Marian Gaborik, Fabric of the Game Jersey Card. Und wir schließen die Certified Box mit einer Path to the Cup Insert. Das gibt ein Random zwischen den New York Rangers und den Ottawa Senators, Brian Boyle und Craig Anderson. Random.
Wir sind bei 12.13 Rookie Anthology. Nummer 1. Wir haben eine Elite Rookies auf 9,99 für die Florida Panthers bei Jochen Colby Roback. Base Wir haben eine Contenders Legacies, limitiert auf 9,99 für die New York Rangers bei Padu Mark Messier. Und wir haben eine Game Worn Gear Jersey Card aus Titanium für die Detroit Red Wings bei Rolli Luc Robitaille. Game Worn Gear Luc Robitaille für die Detroit Red Wings. Wir haben eine Luxury Suit, Jersey and Signature Rookie Card Nummer 64 von 99 für die Toronto Maple Leafs bei Michelle Ryan Hamilton. Wir haben eine Vezina Contenders auf 9,99 für die Vancouver Canucks bei Jochen Corey Schneider. Wir haben eine Titanium Game Worn Gear Jersey Card für die New York Rangers bei Padu Brian Boyle. Wir haben eine Elite Rookie Card auf 9,99 für die St. Louis Blues bei Michelle Jake Allen. Wir haben eine Towering Defenders Jersey Card aus Crown Royal für die Buffalo Sabres bei Stefan Tyler Myers. Wir haben eine Cup Contenders Insert auf 9,99 für die LA Kings bei Michelle Mike Richards. Und wir schließen die Anthology. Mit einer Intensity Insert
limitiert auf 500 für die Toronto Maple Leafs Wendell Clark. Für Michel. Und wir haben eine Rookie Treasures Jersey and Signature auf 6,99 für die Philadelphia Flyers bei Reto Brandon Manning. Brandon Manning für Reto. Haben wir noch das Prism Bonus Pack. Wir haben eine Prism Base für die New York Rangers Rick Nash bei Padu. Wir haben eine Prism Rookie für die Edmonton Oilers bei Thorsten Philippe Cornet. Und wir haben eine Prism Rookie Refractor Signature für die Minnesota Wild bei Michel Chris Foucault. Chris Foucault Prism Rookie Refractor Signature. So viel von Rookie Anthology 12-13. Wir sind bei Limited. Wir starten mit einer Base Card auf 2,99 für die San Jose Sharks, Patrick Marleau. Die Sharks. Base Card auf 2,99 limitiert für die Tampa Bay Lightning bei Rolli, Steven Stamkos. The Stammer. Trophy Winners Insert auf 199 für die Colorado Avalanche bei Michel Joe Sakic. Trophy Winners Insert. Wir haben eine Crease Cleaners Jersey Card limitiert auf 99 für die Calgary Flames bei Mike Mika Kiprusov. Mika Kiprusov für Mike. Wir haben eine Phenoms Rookie Signature auf 4,99 für die Dallas Stars bei Rolli Riley Smith. Riley Smith für die Dallas Stars. Wir haben eine Monikers Signature 65 von 99 für die Calgary Flames bei Mike Jerome Iginla. Jerome Iginla. Dann haben wir eine Base Silver Version 13 von 49 für die Vancouver Canucks Kevin Bieksa. Silver Version auf 49 für Jochen. Und wir haben eine Base Gold Version 15 von 25 für die Nashville Predators bei Thorsten
Martin Erat. Gold Version Martin Erat. Box Nummer 4, Classic Signatures. Calgary definitiv im Moment on top, zusammen mit den New York Rangers, würde ich jetzt mal meinen. Calgary und die Rangers bisher top. Aber da kann sich noch vieles ändern. Wir haben eine Banner Classics, Classic Signatures Banner für die New York Rangers, Ed Jacomin. Classic Signatures Banner für die Rangers. Und wir haben eine Classic Signature für die LA Kings bei Michel Luc Robitaille. Classic Signature Luc Robitaille. Wir haben eine Classics Banner für die Colorado Avalanche, Joe Sakic. Bei Michel und eine Classic Signature für die Philadelphia Flyers bei Reto, Dave Schultz. Dave Schultz. Wir haben ein Classic Banner für die Montreal Canadiens bei Rolli Patrick Roy. Short print übrigens. Und eine Classic Signature für die alten Winnipeg Jets, sprich für die Arizona Coyotes, Dale Hawerchuk. Old Winnipeg Jets, a.k.a. the Arizona Coyotes, Dale Hawerchuk by Michel. Jetzt wird's nicht schlecht. Wir haben ein Classics Banner für die Buffalo Sabres bei Stefan Pat LaFontaine. Dann haben wir eine Classic Signature für die Philadelphia Flyers bei Reto Rod Brindamore. Und wir haben eine Social Signature für die Dallas Stars bei Rolli Mike Modano. Classics Social Signatures Mike Modano für die Dallas Stars. Nice hit. Nicht schlecht. Weiter geht's mit einer Classics Banner für die Arizona Coyotes, Keith Tkachuk. Und eine Classic Signature für die Vancouver Canucks, Trevor Linden. Trevor Linden
für die Vancouver Canucks bei Jochen. Wir haben ein Classics Banner für die Montreal Canadiens, Yvon Cournoyer. Bei Rolli. Und für die LA Kings bei Michel eine Classic Signature, Roger Vachon. Für die LA Kings. So viel zu den Classic Signatures und wir wechseln ins Jahr 13-14 zu Totally Certified. Wir starten mit einer Totally Certified Jersey Card für die Florida Panthers. Tim Thomas. Bei Jochen. Dann haben wir eine Totally Certified Rookie Card Platinum Blue Nummer 9 von 50. 9 von 50 für die Carolina Hurricanes bei Thorsten Ryan Murphy. Rookie Platinum Blue limitiert auf 50. Ryan Murphy. Und wir haben einen Case Hit, würde ich jetzt mal meinen. Wir haben nämlich eine Base Totally Certified Platinum Mirror Green. One of one für die Columbus Blue Jackets, Marian Gaborik. One of one, Marian Gaborik, Emerald Platinum Mirror. Frozen, hier geht soweit alles. Thorsten, bist du wieder bei uns? Wie sieht's in der Schweiz aus? Tom Padu. Tom hat ja auch Frozen, jetzt geht's wieder. Alles klar. Nochmals Platinum Mirror Emerald One of One für die Columbus Blue Jackets, Marian Gaborik. Kein Bild. Also hier ist alles soweit normal. Rolli hat Bild.
Tom anscheinend auch. Padu kein Bild. Ich warte mal mit dem nächsten Pack, bis alle wieder Bild haben. Padu hat wieder Bild, sehr gut. Thorsten, wie sieht's aus? Okay, scheint wieder zu gehen. Ab Tim Thomas. Gut, dann wiederholen wir rasch das erste Pack. Wie gesagt, Tim Thomas, Totally Certified Jersey Card für die Panthers. Dann gab es eine Platinum Blue Rookie für die Carolina Hurricanes auf 50 für Thorsten von Ryan Murphy. Und die One of One Emerald Mirror Parallel von Marian Gaborik für die Blue Jackets One of One. Ja, nicht nur an der Maske, wahrscheinlich am Spieler generell. Okay, Pack Nummer 2. Wir haben eine Rookie Card für die Nashville Predators. Marek Mazanic. Bei Thorsten. Dann haben wir eine Platinum Blue Parallel für die New Jersey Devils bei Michel Patrick Elias. Und wir haben eine Totally Certified Signature Card für die Anaheim Ducks bei Andreas Hampus Lindholm. Hampus Lindholm. Pack Nummer 3. Wir haben eine Rookie Card für die Buffalo Sabres, Nikita Sadorov. Bei Stefan. Und wir haben eine Totally Certified Rookie Jersey and Signature für die Washington Capitals. Bei Padu, Tom Wilson. Tom Wilson. Certified Rookie Jersey and Signature. Und wir schließen die Certified Box mit einer Rookie Card für die Carolina Hurricanes Ryan Murphy. Bei Thorsten. Und eine Clear Close Jersey Card 53 von 100 für die Colorado Avalanche Adam Foot bei Michel. Adam Foot. Das war eine mehr als gute Totally Certified und lässt hoffen für die nächsten Boxen. Wir sind bei Titanium. Titanium. Pack Nummer 1. Wir starten mit einem Metallic Marks Bronze Signature für die Calgary Flames, Akim Aliu. Und wir haben eine Titanium Rookie Draft Position Parallel Nummer 56 von 100 für die Carolina Hurricanes bei Thorsten, Nicolas Blanchard. Nicolas Blanchard, Draft Position Parallel für die Hurricanes. Da wäre ich dann daran interessiert, in einem Trade, Thorsten, falls du die nicht selber behalten
willst, können wir da dann gerne was aushandeln. Wir haben eine Gameborn Gear Jersey Card für die Buffalo Sabres, Drew Stafford. Bei Stefan. Dann haben wir eine Game-Worn Gear Dual Jersey Card auf 300 für die Colorado Avalanche, Ryan O'Reilly und Steve Downey. Da scheinen wieder Probleme irgendwo zu sein. Was war die letzte Karte, die ihr gesehen habt? Jetzt müssen wir da rasch wieder eine Wiederholung einplanen. Okay, Ryan O'Reilly war die letzte Karte. Hackt ab und zu, ja. Also bei mir ist die Verbindung top. Falls wir einen Totalausfall haben, einfach melden, dann werde ich die Karten rasch wiederholen. Wir haben eine Metallic Marks Bronze für die Tampa Bay Lightning bei Rolly Teddy Purcell. Alles schwarz. Das tönt auch nicht gut. Vielleicht hat One Life Probleme. Hier ist nach wie vor alles gut. Wir haben eine Game-Worn Gear Jersey Card für die Philadelphia Flyers, Keith Primo. Bei Reto. Das war Titanium. Wir sind bei Rookie Anthology 13-14. Und da schlage ich jetzt vor, bevor wir beginnen, machen wir nochmal den Check. Ton und Bild. Ton und Bildcheck. Bevor wir mit 13-14 Rookie Anthology beginnen. Tonbild, hier soweit alles gut. Wie sieht's aus? Tonbild, Padu ist wieder da, Rolli ist wieder da, Thorsten ist wieder da. Scheint ein One-Life-Problem zu sein. Tom ist wieder da. Padu wieder da. Tonbild. Wir starten noch nicht mit Rookie Anthology. Da. Da gibt es anscheinend irgendwo noch Ton- und Bildprobleme auf One Life. Wie sieht's jetzt aus? Tom, Thorsten, Padu, Rolli. Wie gesagt, bei mir Bild, Ton alles bestens. Über das Media-File, über den Encoder alles gut. Wie sieht's auf One Life aus? Wieder gut. Der Spanner hat bei dem funktioniert. Okay. Also One Life scheint wieder zu funktionieren. Wir starten Rookie Anthology 13-14.
Das Ganze wird ja auch aufgezeichnet für den allerschlimmsten Notfall. Also, Rookie Ontology 13.14, Pack Nummer 1. Wir haben eine Prism Update Rookie Card für die Nashville Predators bei Thorsten Magnus Hellberg. Und wir haben eine Score Gold Version für die Toronto Maple Leafs, Jonathan Bernier. Wir haben eine Prism Update für die Dallas Stars, Tyler Seguin. Und eine Hot Rookies aus Core für die Dallas Stars, Valeri Nichushkin. Bei Rolli. Wir haben eine Select Update für die Dallas Stars, Tim Thomas. Ebenfalls bei Rolli. Und eine Score Hot Rookies für die Pittsburgh Penguins bei Padu, Oli Mada. Es geht weiter mit einer Score Hot Rookies für die Buffalo Sabres, Semgus Girgensons bei Stefan und einer Rookie Selection Jersey and Signature auf 249 für die LA Kings, Tanner Pearson. Tanner Pearson für Michel. Wir haben eine Select Rookie Update für die Colorado Avalanche, Sami Aitokallio. Und eine Select Prism Refractor für die Columbus Blue Jackets, Neeson Horton. Für Sven. Wir haben eine Score Update für die Anaheim Ducks, Jakob Silverberg. Und eine Rookie Anthology Gold Version 64 von 100 für die Toronto Maple Leafs, James Reimer. Optimus Reim für die Leafs. Wir haben eine Score Hot Rookies für die Colorado Avalanche, Nathan MacKinnon. Für die Avs. Und wir haben eine Select Rookie Jersey and Signature 14 von 199 für die Philadelphia Flyers, Michael Raffel. The Rafflecopter. Michael Raffel. Es geht weiter mit einem Score Update für die Vancouver Canucks, Jakob Markström. Und einer Score Hot Rookie Signature für die Toronto Maple Leafs, Josh Lebo.
für die Leafs bei Michelle. Wir haben eine Score Hot Rookies für die Detroit Red Wings bei Rolly Xavier Welle. Und wir haben ein Dominion Peerless Patch 14 von 50 für die LA Kings bei Michelle Martin Jones. Martin Jones für die LA Kings. So, jetzt geht bei Padua wieder gar nichts mehr. Inzwischen ist Sven live, für diejenigen, die noch Bild haben. Wir sind beim letzten Pack von Rookie Anthology 13-14. Wie gesagt, es wird alles aufgezeichnet, ihr verpasst da gar nichts. Wir haben erhebliche Ton- und Bildprobleme. Erhebliche Ton- und Bildprobleme. Wie gesagt, scheint ein Problem bei One Live zu sein. Bei mir ist die Verbindung hervorragend. Bild, Ton, perfekt. Hoffe, das klappt auch bei euch gleich wieder. Wir haben das letzte Pack Rookie Anthology mit einem Prism Rookie Update für die Pittsburgh Penguins bei Padu Zach Sill. Dann haben wir eine Score Hot Rookies für die New York Islanders bei Dirk Ryan Strom. Und wir schließen Rookie Anthology mit einer Luxury Suit Dual Memorabilia 41 von 99 für die Detroit Red Wings bei Rolly Pavel Datsuk. Das also Rookie Anthology. Somit sind wir beim Playbook. Box Nummer 8. Panini Playbook. Okay. Wir starten mit einem Playbook Gold Parallel 17 von 25 für die LA Kings, Jonathan Quick. Dann haben wir eine Playbook Breakout Jersey Card 21 von 199 für die Dallas Stars, Valeri Nijushkin. Valeri Nijushkin für Rolli. Wir haben eine Dominion Showcase Penpal Dual Signature 49 von 99. Es gibt ein Random zwischen den Chicago Blackhawks und den Nashville Predators. Drew LeBlanc und Philipp Forsberg. Hallo Sven, du kommst genau richtig auf die letzte Karte des Breaks.
Da haben wir ein Rookie Booklet aus Playbook Nummer 192 von 199. Jersey Signature Booklet für die Dallas Stars, Alex Jason. Alex Jason für die Dallas Stars bei Rolli. Gut, wir haben noch zwei Randoms zu erledigen. Und zwar die Path to the Cup Insert zwischen den Rangers und den Senators. Einmal, zweimal, dreimal. Die Insert geht zu den Ottawa Senators. Path to the Cup für Jochen. Und jetzt die Penpal Duels Drew LeBlanc, Philip Forsberg. Die also zwischen den Hawks und den Preds. Einmal, zweimal, dreimal. Geht zu den Nashville Predators bei Thorsten. Das also die Randoms. Jetzt wollen wir schauen, ob es da noch was aus dem Treasure Binder gibt. Buffalo hat Karten, kein Treasure Binder. Boston hat Karten und Columbus hat Karten, kein Treasure Binder. Calgary auch nicht, San Jose auch nicht. Dann haben wir Arizona, Colorado, LA, Minnesota, New Jersey, St. Louis und Toronto ebenfalls nicht. Chicago, Pittsburgh, New York Rangers, Washington und Winnipeg. Da gibt's tatsächlich eine Treasure Binder Karte für Padua. Dann Dallas, Detroit, Montreal und Tampa. Gibt's keine Treasure Binder. Carolina, Edmonton, Nashville ebenfalls nicht. Und auch beim Rest Florida, Ottawa, Vancouver, Philadelphia, Anaheim und den Islanders keine Treasure Binder Karten. Jetzt haben wir Padua nicht mehr live bei uns. Das heißt, es gibt dann einfach eine Treasure Binder Karte mit dazu. Beim Versand. So, das war's vom heutigen Break. Ich sehe, Jochen hat es auch noch geschafft, live reinzuschauen. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Das war eine rege Teilnahme an diesem 8-Box-Break. Ihr habt gesehen, der nächste Limited-Case-Break mache ich gerne, Thorsten, kein Problem. Folgt gleich. Zuerst noch rasch der Ausblick, Limited Case Break, der nächste Team Select, der steht vor der Tür, der wird heute in einer Woche als nächster Sonntagsbreak erfolgen, der nächste Limited Case. Dann seit heute ebenfalls neu im Angebot der In The Game 10 Box Live Draft, auch das auf vielfachen Wunsch. Am gestrigen Anlass
Haben wir den ins Programm genommen, eventuell füllt sich der ja auch noch. Dann gibt es einen Super Sunday nächste Woche. Das werden wir dann noch mit den Teilnehmern abklären, ob das möglich ist oder nicht. Dann ebenfalls noch offen der SP Game Used Case Break Team Select. Da braucht es sicher noch drei, vier Teams, damit dieser Break zustande kommt. Und der Rookie Anthology Draft, der hinkt noch ein bisschen hinterher. Das also, was im Moment läuft. Dann für Thorsten, Up Totally Certified. Also, Totally Certified. Mirror Blue Ryan Murphy, Rookie auf 50. Rookie Marek Mesanic. Rookie Ryan Murphy. Dann Titanium Rookie Draft Position Parallel auf 100 Nicolas Blanchard. Prism Update Rookie Magnus Hellberg und aus den Randoms Dominion Showcase Penpal Dual Signature auf 99 Drew LeBlanc und Philipp Forsberg. Das die Ausbeute für Thorsten. Wünscht noch jemand gerade sein Kistchen ab Totally Certified oder ab irgendeinem Produkt, wo Probleme aufgetreten sind mit der Verbindung? Sven, du kannst dich freuen. Katja hat den Rookie Signature Michael Hutchinson. Für die Bruins, dann die Columbus Blue Jackets, Select Refractor Neeson Horton und der Hit of the Break, Totally Certified, Mirror Emerald, One of One, Marian Gaborik, Columbus Blue Jackets. One of One. Das die Ausbeute von Sven und Katja. Dann Jochen. Aus den Randoms Path to the Cup. Boyle Anderson. Score Update Markström. Totally Certified Jersey Tim Thomas. Classic Signature Trevor Linden. Limited Silver auf 49 Kevin Bieksa. Contenders Vezina Contender Corey Schneider. Elite Rookie Colby Roback. Und Certified Stars Erik Karlsson. Das die Ausbeute für Jochen. Gut, dann war's das, glaube ich. Wie gesagt, Limited, der steht, der Break, das nächste Case. Da hat es noch offene Teams. Der Break aber nächsten Sonntag. Dasselbe gilt für In the Game 10 Box Draft Break. Der hat ebenso freie Spots, könnte auch schon bald zur Austragung gelangen. SP Game Used. Braucht es noch drei bis vier Teams und der Rookie Anthology Draft? Da müssen wir sehen, ob sich da noch jemand in Kürze einschreibt. Ansonsten wird dieser dann gestrichen und durch ein neues Angebot ersetzt. Gut, das war's vom heutigen 8-Box-Break. Ich bedanke mich nochmals.
wünsche euch nochmals einen schönen Sonntag, guten Wochenstart, morgen bis bald, macht's gut. Ich entschuldige mich nochmals für die Ton- und Bildprobleme. Hoffe, dass das WKNWO live lag. Bei mir hat es funktioniert, insofern sollte auch die Aufzeichnung passen, wenn dann jemand den Break nochmal sehen möchte. Gut, einen schönen Abend, macht's gut, bis bald, tschüss zusammen.